Alright, Ladies and Gentlemen, willkommen zum heutigen Beitrag über den Quadrizeps. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Muskel, der vier Anteile hat, beziehungsweise vier Köpfe hat. Dazu zählen der Vastus lateralis, außenliegend, Vastus medialis, innenliegend, der Rectus femoris und der Vastus intermedius. Dieser Muskel ist ziemlich tricky, weil es ist fast der einzige Kniestreckmuskel im menschlichen Körper. Und wie ihr wisst, muss das Knie oft gegen sehr, sehr viel Gewicht gestreckt werden. Deswegen muss sich dieser Muskel was einfallen lassen, damit er diese große Last auch bewältigen kann. Und das hat er sich auch. Dieser Muskel ist nämlich sogenannt gefiedert. Also er hat keine parallelen Muskelfasern, sondern er ist gefiedert. Teilweise einfach gefiedert, teilweise doppelt oder zweifach gefiedert. Und das hat einen gewissen Vorteil. Der Muskel ist sehr bekannt geworden durch einen Österreicher, durch einen österreichischen Bodybuilder, nämlich dem Andreas, schöner Vorname, Münzer und auch dem sogenannten Tom Platz. Diese beiden Persönlichkeiten hatten die zwei ärgsten Quadrizepse der Geschichte. Ein weiteres Merkmal dieses Muskels ist, dass es sich um einen zweigelenkigen Muskel handelt, allerdings nur von einem Kopf, nämlich der Rectus femoris. Dieser Muskel geht nämlich auch übers Hüftgelenk drüber und hat den Ursprung beim vorderen unteren Darmbeinstachel. Alle vier Köpfe inserieren in die Quadrizepssehne überhalb der Kniescheibe. Diese ist mit der Kniescheibe verwachsen bzw. geht leicht über die Kniescheibe drüber und wird dann zur sogenannten Patellasehne. Und diese hat den Ansatz beim Schienbein. So, jetzt kann ich schon mal vorwegnehmen, die Kraft in der Kniestreckmuskulatur hängt genauso wie in jedem anderen Gelenk sehr stark von der Biomechanik ab. Man kann eigentlich fast zusammenfassen, biomechanisch gesehen, vom Kraftarm gesehen, dass die Größe und die Dicke der Kniescheibe extrem relevant ist für die Kraftentwicklung in der Kniestreckmuskulatur. Das bedeutet, je größer, je fetter das Kniegelenk bzw. die Kniescheibe ist, umso mehr Kraft kannst du entwickeln in der Kniebeuge. Schauen wir uns jetzt diesen Muskel von der Anatomie an, bevor wir zu den Trainingsübungen kommen. So, wir haben unser Becken, unsere Hüfte, den oberen vorderen Darmbeinstachel, den unteren vorderen Darmbeinstachel. Hier ist irgendwas Hüftgelenk drinnen. Da hinten befindet sich das Kreuzbein. Trochanter major, Trochanter minor, Oberschenkel. Die Oberschenkelkondylen, das Schienbein und das Wadenbein. Der Quadrizeps mit seinen Anteilen entspringt jetzt unter anderem vom unteren vorderen Darmbeinstachel und das ist der Rectus femoris. Der geht runter und inseriert in der Kniescheibe. Dann haben wir den Vastus lateralis, der ungefähr hier unterhalb vom Trochanter major runtergeht und ebenfalls hier in der Kniescheibe inseriert. Den Vastus medialis, der medial runtergeht. Und den Vastus intermedius, der liegt unterm Rectus femoris, hier dahinter. Und geht hier auch rein in die Quadrizepssehne, etwas weiter unten. So. Jetzt ist es wichtig, wir haben vorhin gesprochen über die Fiederung von einem Muskel. Das ist der sogenannte Pennation Angle auf Englisch. Es gibt nämlich parallel verlaufende Muskelfasern, wie zum Beispiel im Bizeps. Das heißt, die Muskelfasern laufen wirklich parallel vom Ansatz und Ursprung runter. Das Ganze schaut dann so aus. Und dann gibt es eben gefiederte Muskeln. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Vastus medialis rausnehmen, dann hat er hier eine Sehne, innen und außen und hat dann hier solche Muskelfasern. Das sieht man auch, wenn man wenig Körperfett hat, sieht man diese Fiederung
durch die Haut durchscheinen. Das ist ziemlich geil. Und der große Vorteil ist, dass dieser Muskel diesen Muskelquerschnitt hat und der Muskel hat aber diesen Muskelquerschnitt. Und dieser Querschnitt ist größer als dieser Querschnitt. Du kannst dir das einfach so vorstellen, wenn du ein Seil hast und du möchtest irgendeinen Gegenstand in die Richtung ziehen, kannst du bei dem Seil hier Personen hinstellen und mehr Personen gehen sich nicht aus. Wenn du aber hier noch so kleine Seile hast, links und rechts, und dann wären wir beim Rectus femoris, dann hat man mehr Platz, um mehr Personen hinzustellen. Man hat somit einen größeren Querschnitt und kann im Endeffekt prozentual mehr Kraft entwickeln. Der Vorteil von so einem Muskel ist, dass er viel schneller verkürzen kann, nämlich 1:1. Alles hat seinen Vorteil und Nachteil. Weil man aber im Kniegelenk sehr viel Kraft erzeugen muss, macht so eine Fiederung Sinn. Und der Rectus femoris ist besonders, weil der schaut folgendermaßen aus. Er hat die Sehne innen, hat außen Sehnenblätter und hat eine Fiederung, die links und rechts ist, also doppelt gefiedert. So viel einmal kurz zur Anatomie. Von der Physiologie her, also Physiologie oder Biomechanik her, muss man Folgendes sagen, dass dieser Anteil besonders ist, weil der Rectus femoris streckt im Kniegelenk, so wie alle anderen drei Anteile auch, aber er kann auch im Hüftgelenk beugen. Das heißt, den Muskel müssen wir isoliert betrachten. Vastus lateralis und medialis strecken nur im Kniegelenk. Hier hat man nicht so viel Einfluss auf die Optik, wo der Muskel hypertrophieren soll. Die hat man schon, aber nicht so stark wie auf diesem Muskel hier. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einen Muskel hypertrophieren zu lassen, nämlich eher beim Ansatz oder eher beim Ursprung. So, sehen wir uns jetzt unterschiedliche Übungen an für den Quadrizeps. Es gäbe die Möglichkeit, das Ganze wieder einzuteilen, wie im Video über die Hamstrings. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann jetzt abchecken, dass man das Ganze Ursprung-Ansatz-dominant gestaltet mit Peak Contraction, mit Stretch Position oder mit dem bewegten Körperteilen. Das wäre jetzt etwas kompliziert, ich möchte es eher einfach gestalten. Wir schauen uns wirklich die Übungen nacheinander an. Die erste Übung, die wir uns ansehen, ist die Übung Leg Extension. Bei dieser Übung wird eindeutig das Kniegelenk gestreckt gegen einen Widerstand. Das heißt, alles ist fixiert bis auf den Unterschenkel. Der Unterschenkel bewegt sich. Jetzt kannst du dir mal merken, ein Muskel hypertrophiert immer dort stärker, wo sich der Gelenkspartner bewegt. Das heißt, das ist eine sehr kniedominante Übung. Jetzt ist noch die Frage, welche dieser vier Köpfe werden am stärksten bei Leg Extension trainiert? Jetzt ist es so, der Vastus lateralis und der Vastus medialis und intermedius, die machen nur eine Kniestreckung. Das heißt, von dem Zugang her ist es einmal eindeutig, dass die sehr, sehr stark beteiligt sind. Je größer die Range of Motion im Kniegelenk ist, desto stärker sind auch diese Muskeln beteiligt, weil sie einfach exzentrisch und konzentrisch stärker verkürzt und gedehnt werden. Und je mehr dynamische Arbeit ein Muskel leistet, umso mehr hypertrophiert er. Deswegen wäre es auch von dem Zugang wichtig, bei einer Leg Extension über die volle Range of Motion das Kniegelenk zu beugen und gegen den Widerstand zu strecken. Und deswegen haben gute Leg Extension auch eine Sitzfläche, also wenn man hier den Sitz hat, die Lehne und hier die Sitzfläche, eine Sitzfläche, die so abgeschrägt ist. Warum das? Einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt hier oben sitze und hier ist mein Quadrizeps, dann kann ich hier mit dem Unterschenkel weit nach hinten beugen und habe eine große Range of Motion. So, also die Vasti sind sehr, sehr stark beteiligt. Die Frage ist, was passiert mit dem Rectus femoris bei dieser Übung? Naja, weil die Hüfte ja 90 Grad gebeugt ist, ist dieser Muskel im Hüftgelenk auf jeden Fall vorverkürzt, passiv vorverkürzt. Er wird auf keinen Fall maximal gedehnt. Das heißt, willst du den Rectus femoris bei der Leg Extension auch gut mittrainieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten.
Die erste Möglichkeit ist, man nimmt die Lehne weg und es gibt solche Übungen und legt sich flach auf eine Sitzfläche hin, eine sogenannte Lying Leg Extension, weil dadurch wird der Rectus Femoris sehr stark in der Hüfte vorgedehnt. Und wir haben ja gehört, je stärker ein Muskel vorgedehnt wird, desto mehr hypertrophiert er. Also nach hinten lehnen, okay? Oder die Lehne wegnehmen. Eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, damit er zumindest ein bisschen mehr Dehnung bekommt. Wird dir schon mal aufgefallen sein, wenn du das Kniegelenk beugst, gegen einen Widerstand, dann zieht es dich in ein Hohlkreuz rein. Es dreht dein Becken nach vorne. Und deswegen hat jede gute Leg Extension einen Gurt, der von hier hinten, wichtig ist von hinten, nach vorne geht, damit verhindert wird, dass sich dein Becken in diese Richtung rotiert. Weil rotiert das Becken in diese Richtung, wird der Rectus Femoris eigentlich noch weniger dynamisch belastet, weil er sich in den Widerstand rein rotiert und somit bleibt die Länge eher gleich. Okay? Die zwei Möglichkeiten gibt es. Zusammengefasst, Leg Extension ist sicherlich eine perfekte Übung für die Vasti und nur peripher, je nach Ausführung, auch für den Rectus Femoris. Eine weitere Übung, mit der man die komplette Beinmuskulatur trainieren kann, ist eine Beinpresse. Wenn man jetzt die Beinpresse so ausführt, dass eine große Range of Motion im Kniegelenk stattfindet und eine kleinere Range of Motion im Hüftgelenk, dann wird diese Beinpresse natürlich immer mehr kniedominant. Eine sogenannte 45-Degree Beinpresse schaut so aus in der Startstellung. Sitzt man. Hier drinnen, haltet sich da unten wieder an im besten Fall und hier ist die Platte. Wenn ich ausgehend von dieser Stellung jetzt meine Kniegelenke und meine Hüfte beuge, dann schaut das Ganze so aus. Und hier ist die Beinplatte. Und ich habe einen gewissen Kniegelenkswinkel und einen Hüftgelenkswinkel. So, und jetzt ist es eigentlich logisch. Je weiter ich mit meiner Fußfläche nach unten gehe, desto geringer wird mein Kniegelenkswinkel, desto spitzer wird mein Kniegelenkswinkel. Das bedeutet, dass alle Muskeln, die übers Kniegelenk gehen, stärker vorgedehnt werden. Okay? Also Füße weiter nach unten geben oder eher, und das wird oft fehlgedeutet, eher über die Ferse drücken. Weil wenn ich über die Ferse drücke, dann befindet sich das Kniegelenk weiter entfernt von der Kraftableitungslinie. Biomechanisch gesehen gibt es einen größeren Lastarm und eine größere Belastung. Desto mehr ist der Vastus medialis und Vastus lateralis beteiligt. Möchte man, und ihr seht, die Hüfte ist sehr stark abgewinkelt, möchte man jetzt den Rectus Femoris wieder mittrainieren, stärker mittrainieren, dann würde man eine Hackenschmidt-Kniebeuge machen. Weil bei einer Hackenschmidt-Kniebeuge bin ich mit dem Körper ja in der Stellung jetzt in der Position. Und so schaut das Ganze aus. Das heißt, die Hüfte ist wieder offener, der Rectus Femoris wird stärker vorgedehnt und er ist auch stärker integriert. Und so sollte man Übungen kombinieren für den Rectus Femoris oder für die Vasti. Eine dritte Übung, es gibt unzählige Übungen, das soll wirklich nur ein kleiner Insight sein. Eine dritte ausgezeichnete Übung für die Vasti, neben Kniebeugen und so weiter, ist ein Ausfallschritt. Und zwar ein Ausfallschritt, wo ich mich vielleicht eher aufs hintere Bein konzentriere. Das würde dann folgendermaßen aussehen. Ich positioniere meinen Körper in einer, ich versuche das jetzt aufzuzeichnen, in einer Stellung, die so aussieht. Lehne den Oberkörper währenddessen nach hinten. Habe natürlich irgendwo ein Gewicht in der Hand, also zum Beispiel ein Kurzhantel oder ein Safety Squat Bar auf den Schultern und versuche jetzt, die Belastung auf die hinteren Zehenspitzen zu richten und nicht auf die vorderen.
Das heißt, versuche wirklich fast das vordere Bein vom Boden wegheben zu können. Dazu müsste man sich anhalten. Ne? Und dann hat man nichts anderes als einen Sissy Squat. Genau das Gleiche. Du siehst, die Hüfte ist gestreckt und das Kniegelenk ist stark gebeugt. Wenn du jetzt noch mehr Range of Motion haben möchtest im Kniegelenk, dann macht man sowas wie einen Elevated Lunge. Man gibt das hintere Bein auf eine Fläche rauf und kommt so mit dem Knie tiefer nach unten, bevor es den Boden anschlägt. Und wenn die Hüfte gestreckt ist, wird diese Übung wieder sehr, sehr Rectus Femoris dominant. Also ich würde so eine Übung wählen für den Rectus Femoris und ich würde gleichzeitig das kombinieren mit zum Beispiel einer Leg Extension für die Vasti. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Übungen für den Quadrizeps, aber das würde jetzt in diesem Video den Rahmen sprengen. Wie ihr seht, gibt es einfach sehr, sehr viel zu wissen. Eine Kniebeuge ist sehr interessant für den Quadrizeps, weil bei einer Kniebeuge, nur um hier ein bisschen Denkmaterial zu geben, wird während das Kniegelenk gestreckt wird, auch das Hüftgelenk gestreckt. Und der Rectus Femoris streckt zwar im Kniegelenk, ist somit von der Sichtweise beteiligt, aber er würde das Hüftgelenk beugen. Das Ganze verkompliziert das alles. Wenn ihr da mehr wissen wollt, solche Beiträge kommen auf unserer Plattform Das Peak monatlich online. Ansonsten holt euch eure Streifen, richtige Übungsauswahl. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte unseren Channel abonnieren, Glocke läuten und das Video liken oder kommentieren. Go for it, danke, Derek.